arbeiten, also Anna Lena Seißer, die auch schon mal kuratiert hat, hat sie ihre Arbeit im Palais de Tokio in Paris gesehen und wir haben uns überlegt, wer hier in diesem Sommer oder in diesem Frühjahr eine wichtige junge Position sein kann. Und haben uns relativ schnell auf Meg Rooney auch verständigt. Sie kam dann und wir hatten das Glück, dass eine Ausstellung in Toronto, nämlich die große Einzelausstellung, aufs nächste Jahr verschoben wurde, sodass sie die Energie frei hatte. Und jetzt etwas entstanden ist, auf das wir bewusst oder zu Recht, denke ich, stolz sein dürfen. Denn es ist eine Ausstellung, die sehr, sehr viele Facetten ihres Werks umfasst. Im Zentrum steht sicherlich die große Arbeit mit dem Titel Fire in the Mountain. Aber auch nächste Woche werden Performances stattfinden, also Dinge, die dann zu ihrem Gesamtkunstwerkkomplex, würde ich es nennen, dazugehören. Gesamtkunstwerk ist vielleicht auch ein Stichwort, denn ich habe jetzt bei der Beschäftigung oder auch in den Gesprächen mit ihr so verschiedene Dinge nochmal gemerkt, die auch an eine Ausstellung anknüpfen, die wir hier hatten vor einigen Jahren, die White Verse kuratiert hat, Avatar und Atavismus, wo es auch um so bestimmte Urkräfte oder wiederkehrende Mechanismen sind, wo eigentlich immer etwas Figuratives oder etwas Archaisches in uns steckt und die Künstler in Richtung, vielleicht auch der Begriff Outsider hat sich da durchgesetzt, immer wieder in Formen bringt. Meistens sind das Köpfe oder ganz skurrile, surreale, banale Gegenstände.